So, meine Damen und Herren, ich habe es angekündigt, aber jetzt ist es soweit. Ich habe viel Influencer-Schwachsinn die letzten Tage oder die letzten 24 Stunden gesehen. Vielen Dank für alle Sachen, die ihr mir geschickt habt. Von wirklich dieser Kohle, die gefressen wird und danach wird sich die Zähne geputzt und dann kann man sich die Zähne bleachen. Dann habe ich auch bei Engineer Heger ganz tolle Sachen gesehen. Da kann ich mich auch noch drum kümmern. Dann der Currywurstmann, wenn er eine Freundin hat, die zu unbekannt ist, die dann sich die Lippen aufraut, dann macht man da auch irgendwie das über seinen Account. Also unfassbar viel Schrott. Aber der König des Schwachsinns kommt jetzt. Und es tut mir eigentlich leid, weil er ist eigentlich ein netter Typ. Ich habe ihn kennengelernt vor ein paar Wochen bei Kristall. In der Show, da ist er da gewesen und ist echt ein netter Typ. Aber Johannes Haller, das, was du gerade gemacht hast, die letzten 36 Stunden, das ist wirklich, das hat wirklich den Vogel abgeschossen. Ich werde es euch alles nach und nach zeigen. Wir arbeiten jetzt so ein bisschen interaktiv. Ich zeige euch immer hier von der Story, die ich abgefilmt habe, was gewesen ist. Und zwar Johannes Haller. War im Sommerhaus der Stars mit Frau Kotsch zusammen, die auch einen an der Waffel hat, aber das ist ein anderes Thema und jetzt sind die nicht mehr zusammen. Und jetzt hat Johannes einen neuen Job und zwar wird der Brand Ambassador von einem Bootsverleih in oder auf Ibiza. Und jetzt ist natürlich das Ding, er muss während der Corona-Krise jetzt nach Ibiza kommen. Wir haben noch eine Sache von der Kanzlerin und von allen gehört. Wir sollen zu Hause bleiben, nicht in Urlaub, bitte nicht das Land verlassen. Weil du weißt ja gar nicht, ob du Corona hast oder nicht. Was macht Johannes Haller? Er fährt mit dem Auto von Deutschland über die Schweiz, über Frankreich, über Barcelona, Spanien nach Ibiza. Und diese Reise ist wirklich an Schwachsinn nicht zu überbieten. Ich muss euch das hier alles zeigen. Hier. Lange nicht fahren lassen. Da ist es. Gerade hier tanken. Ich habe auf beiden Seiten Dieselhandschuhe an. Ja. Ich bin gerade jetzt hier in der Schweiz, das erste Mal zwischentanken. Einreise in die Schweiz, ging jetzt ganz problemlos. Ja, wie die Reise weitergeht, bin ich gespannt. Bin jetzt hier kurz nach Bern. Das gleiche geht dann nach Frankreich. Und dann werde ich da mal das erste Mal dann schlafen. Das ist die erste Etappe hinter mir. Ein Super. Riesenabenteuer. Absolut. Deshalb ist es auch alles ein bisschen gespenstisch. Also es ist super wenig los. Wie Die bei Straßen Walking Dead. sind ohnehin ja schon dünn besiedelt in der Schweiz. Aber so wie es jetzt momentan ist, ist es wirklich krass. Ja, Auch die hier in Frankfurt, Straßen sind, wenn wie man man ihn außen hier. sieht, nicht nur dünn, sondern auch noch dumm besiedelt. Das muss man ja wirklich mal sagen. Aber jetzt fährt er mit Dieselhandschuhen durch vier Länder, die in Quarantäne sind, um einfach seinen Bootsverleih aufzumachen. Jetzt wird es aber besser. Pass auf, Leute, es wird immer besser. Er ist auch lustig. Bin Ja, gespannt, hier. was ich zu berichten habe von meiner Reise und vor allem, ob es denn dann auch wirklich klappt, dass die Fähre morgen fährt. Und jetzt hat ja gerade jemand gehustet. Jemand hat Ab ins Auto. gehustet. So, und dann hier. Ah, crazy mit dem Boomerang. Endlich im Komme Bett. ich nach Geil. Barcelona. Pass auf, jetzt geht's weiter nach Barcelona. Achtung. Barcelona. Übers Navi erklärt er das uns genau, wie es da hingeht. Und jetzt wird es Es ist sensationell. verrückt, in welcher Zeit wir leben, oder? Wir haben so schwarze Handschuhe besorgt. Sobald ich das Auto verlasse, ist das Erste, diese Handschuhe anzuziehen. Dann, wenn ich wieder einsteige, Hände desinfizieren. Das ist irgendwie verrückt. Ich bin jetzt 200 Kilometer vor der spanischen Grenze. Drück mir die Daumen, dass das Ich mit der drück dir Einreise total alles die klappt. Daumen. Das wäre echt geil mit Das der ist die Einreise, wenn letzte das Hürde. klappt. Ja. Und dann natürlich noch Corona-frei bleiben. Das wünsche ich euch übrigens auch allen. Hey, er wünscht uns, Corona-frei zu bleiben. Das ist aber eine coole Sache. Und jetzt kommt es. Ich finde, wenn ein Land in Quarantäne ist und man fährt durch Barcelona, welchen Song legt man in seiner Story runter? Achtung! Ole, wir fahren im Puff nach Barcelona. Ein Klassiker. Das Schlimme ist, selbst dieser Puff ist geschlossen wegen Corona. Das interessiert Johannes Haller natürlich nicht, weil er muss ja seinen Bootsverleih aufmachen. Dann fährt er halt weiter und er filmt sich dann auch bei der Einreise, ist noch ganz stolz drauf. Nächstes Mal bleibt in Ibiza. Ja. I move in this crazy time. Dann Er moved in diesen verrückten Zeiten. Natürlich, weswegen? Weil er einen Bootsverleih auf Ibiza ausmacht. Ich meine, wer bucht denn dieses Buch jetzt auf Ibiza? Jetzt mal ganz ehrlich, lieber Johannes Haller, es gibt noch so viele geile Ideen. Wie wäre es? Warte, ich habe eine Idee. Ein Foodtruck in Wuhan auf dem Markt. Geile Idee, oder? Warte, ich habe noch was. Sushi-Geschäft in Fukushima. Bock?
es gibt so viele geile Ideen. Hier, Wellnesshotel in Tschernobyl. Man muss Ideen haben, wo nicht jeder drauf kommt. Du bist ein Fuchs. Du bist ein Fuchs. Jetzt geht's weiter. Er ist in Spanien und jetzt schläft er aus. Und er kommt jetzt auf die Fähre. Ich muss sagen, dass ich dort wohne. Niemand hat mich kontrolliert, ob ich jetzt, ich muss keine Dokumente jetzt mehr hier an der Fähre zeigen. Und jetzt öffnen, ja, jeden Moment jetzt hier die Tore, dann geht's auf die Fähre. Und das hier sind wirklich die einzigen Autos, die jetzt hier rüberfahren. Ach, also, nee. Warum sind das denn die einzigen Autos, die da runterfahren? Ich verstehe das nicht. Warum fahren denn die Leute jetzt nicht viel öfter nach Ibiza? Die wollen doch da Boot fahren. Ich kann es wirklich nicht nachvollziehen. Jetzt geht's besser. Ich dachte, es hört auf. Heute ging's weiter. Das ist ja auch nicht jetzt 4 Wochen her. Der ist gestern gefahren. Der weiß, was gerade los ist. Er fährt trotzdem. Er ist dann endlich in seiner, auf seiner Fähre. Heute Morgen kommt er auf Ibiza an. Und jetzt gehen die Probleme ja erst los, ne? Am meisten habe ich mich um den Garten gefreut. Ja, hat sich auf den Garten gefreut. Hier in Spanien ist Ausgangssperre. Also man darf nur noch die nötigsten Wege gehen. Also man darf zur Apotheke, man darf zum Einkaufen. Mhm. Aber immer nur direkter Weg. Aha. Es darf nur eine Person im Auto sein, darf keine Freunde besuchen. Hier wird es die Außenfassade gemacht. Das heißt, so viel Quarantänezeit hier beim schönen Garten. Also erklärt uns die Regeln. Also er ist jetzt auch nicht nur voll doof, sondern er hat es ja kapiert. Es ist Ausgangssperre, man darf das eigentlich alles gar nicht machen. Er fährt durch 4 Länder, Corona-frei. Höchstwahrscheinlich bleibt er das auch. Toi, toi, toi. Jetzt ist allerdings ja, jetzt arbeiten die Bauarbeiter nicht mehr. Ich finde, ich kann nicht so richtig Arzt, da werde ich 2 Packen Toilettenpapier gekauft. Genau. Finden überall Polizeikontrollen statt. Ach, überall Polizeikontrollen. Wenn die Regeln des Shutdown hält, also ja, nur aus richtigem Grund wirklich noch sich draußen bewegt, den drohen bis zu 1.000 Euro Strafe. Na! 1.000 Euro Strafe? Ich glaube, ist ein triftiger Grund, jetzt einen Yachtverleih auf Ibiza aufzumachen. Jetzt aber kommt, jetzt wird's richtig gut. Die 1.000 Euro Strafe, die müsst ihr eigentlich ohne Probleme direkt bezahlen, weil das ist die größte Scheiße, die ich je gesehen habe. Jetzt aber, wie kriegt man denn diese 1.000 Euro rein? Und jetzt komme ich zu meinem Influencer-Lieblingsding. Na, was kommt jetzt wohl? Erstmal hat er jetzt Mittagsschlaf gehabt, ey, crazy. Er hat Nachmittag verpennt, weil nachher so schlecht geschlafen auf der Fähre. Sein Hemd ist übrigens von Zara, hat er hier geschrieben. Und er war ja ohnehin so nervös, ob alles dann auch auf die, mit der Einreise hier auf die Insel klappt. Ja. Und zwar, ja, Achtung. Von niemand geringer als Fitvia, den Papaya Body Tea. Ah. Der ist ganz neu, auch ganz neu. Die Thermobottle Nein! Aus Edelstahl. Die Thermobottle aus Edelstahl hat er schon. Bekommt ihr dann noch 3 von 6 Geschenken? Was? 90 Euro. Ich habe einen Wasserkocher gerade schon. Und einen Wasserkocher hat er auch noch. Also halb voll. Und von Fitvia. Da ist ja. Diejenigen, die sich ansonsten gar nichts aus Tee machen. Nee, ich mache mir gar nichts aus Tee. Das komplette Tee-Game, ja. Das Tee-Game haben die geändert. Fitvia hat das Tee-Game geändert. Und ich sag euch nämlich, warum die das Tee-Game geändert hat, weil ihr ganzen Vollidioten dieses beschissene Fitvia-Kackzeug trinkt. Ey, das ist die letzte Rotze. Kauft euch von Ostfriesentee von Teekanne, kostet 1,90, sind 20 Beutel drin. Ihr zahlt 8,10 Euro für so einen beschissenen Tee. Und jeder Influencer-Volltrottel, der gar nichts kann, stellt sich dahin und wirbt dafür. Ey, es ist so dumm. Eine Teeflasche. Ey, wirklich, es ist das Wichtigste. Also, ich sag einfach nur, bleibt gesund da draußen. Aber wenn es euch schlecht geht, trinkt auf jeden Fall Fitvia-Tee. Der macht euch ganz schnell wieder gesund. Und morgen gibt's mehr Influencer. Versprochen.